Hallo, mein Name ist Wuti. Ich bin auf meiner ersten großen Motorradreise, befinde mich derzeit in Portugal oder besser gesagt immer noch. Und heute will ich euch mal weg vom Strand führen und zwar in den sogenannten Campo der Algarve. Campo heißt Feld und so nennen manche die Berge um Montchicrum, andere nennen sie auch die Kifferberge. Von der Küste ist man in einer halben Stunde da, direkt hinter der Rennstrecke in Portimão, wo letztens die Formel 1 war, beginnt das Gebiet. Da hinten ist die Rennstrecke und hier ist man schon mitten in der Pampa. Und hier gibt es jede Menge Feldwege, von denen wir uns jetzt mal ein paar anschauen. Unzählige Feldwege hier. Und man kann auch deutlich schwierigeres Gelände wählen, als ich das jetzt gezeigt habe. Also, es wird einem nicht langweilig. Versuche jetzt diesen Weg hier weiterzufahren. Und irgendwo ganz da hinten kommt man dann wieder auf eine Straße. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist halt immer nicht einzuschätzen, wie krass die Straßen sind. Und manchmal sind auch so Tore, da kann man dann nicht durchfahren, da ist dann gesperrt. Oder die Straße hört halt einfach auf. Deswegen, ich probiere es aber. Es hat ja in den letzten Wochen ein paar Mal geregnet hier in der Algarve und dadurch ist der Boden jetzt nicht mehr ganz so trocken. Und weil ich sonst immer so trockenen Untergrund hatte, bin ich das gar nicht gewohnt. Und ich muss sagen, es macht mir sehr viel mehr Spaß, weil es doch deutlich griffiger ist als der lose sandige Boden in Marokko.
Und heute war es tatsächlich gut, dass ich die Taschen zusammengeklappt habe, weil es sehr, sehr eng war teilweise. Oh, hier hängt ordentlich Matsch drin. Vielleicht fahre ich nochmal zu einer Garage am besten. Also zu so einer Waschanlage. Und ich habe mich hier platziert vor der Windmühle. Bin jetzt in Odiashare rausgekommen. Hier sind ein paar Touristen, wie man sieht. Hier britische Kennzeichen. Und hier ist so ein Pizzading. Und natürlich habe ich meine Maske vergessen, deswegen muss ich die rausbitten und so. Aber draußen geht's ja noch, Gott sei Dank. Und jetzt werde ich hier irgendwie das Schwein des Hauses essen. So, ich habe eine Garage gefunden. Jetzt werden wir den Dreckspatz ein bisschen säubern. Ja, schauen wir mal, wie es funktioniert. So, sieht gut aus. Jetzt habe ich eine halbe Stunde nach Hause und dann ist sie trocken gefahren und dann werde ich die Kette einsprühen und dann habe ich, glaube ich, das okay gesäubert. Es sind immer noch so ein paar Stellen, man findet immer was, aber ich habe jetzt 6 Minuten Wasser drauf gehalten. Ja, sollte okay sein. So, Bike ist wieder ready. Das war's aus dem Campo. Ich wollte mich noch bei Andreas bedanken. Vielen Dank für deine Spende. Für ein paar Bier, hast du gesagt, habe ich mir direkt ein paar Salgresch Mini gegönnt. Dankeschön. Ciao.